Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir befinden uns hier in einem sporigen Gebiet, prinzipiell immer noch auf der Flucht vor der WLF, vor der Washington Liberation Front oder Force. Und ja, im Prinzip haben wir sie, glaube ich, einigermaßen abgehängt, beziehungsweise die, die uns direkt auf den Fersen waren, haben wir abgemurkst, wie man das hier halt so macht. Ja, und gucken jetzt hier unten gerade so ein paar Räume an. Shit, ich brauche die Kombination. Ich wüsste nicht, dass wir in jüngerer Zeit irgendwo eine Kombination gefunden haben. Und ich glaube nicht, dass hier irgendeine ältere Kombination zur Anwendung kommt. Was sagt uns denn dieser Zettel hier? hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Vorort, Lower Queen Anne. Das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als es auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Sordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz allein geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen, zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, ihr Überleben einer Frau zu verdanken. Die Seite ist zerrissen. Als ein gewöhnlicher Prepper, glücklicherweise lagerte sie in ihrem Bunker für ihre gesamte Nachbarschaft. Als wir fragten, was, Antwort, dass sie eine Vision der Katastrophe bezeichnete, den Ausbruch als göttliche Strahl. Ah, so langsam macht das, glaube ich, Sinn mit diesen Graffitis, mit dieser einen Frau, die da so verehrt wird. Andere Überlebende stimmten zu, als es die Dunkelheit, sie führte uns in weiser Voraussicht gemeinsam. Sie wusste, dass wir uns tun mussten, war einfach als Soldaten versucht, wollten dort bleiben, nur gebeten, das reichte ihnen drin, noch nie da gewesen, Gefahr für die Kar weigert, wobei eins wird im Ge. Naja. forgot the code again. Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Naja, hier steht so ein Becher rum. Hat uns das jetzt wirklich weitergeholfen? Vielleicht finden wir den Typen, ja, der eine Limo holen sollte, noch irgendwo und kriegen dadurch den Code. Ach so, oder er klebt da einfach in der Cola-Dose dran. Sehr nice. Der Code ist 152, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. Ist das deren Ernst? Zeig noch mal kurz, bitte. Nein, nicht Tagebuch. Tagebuch war falsch. Sorry. Oh, nein, es ist alles falsch, was ich hier mache. Getränkedosennotiz. Zeig noch mal kurz. Also, 152. Mal sehen. Ach so, man hat. Ich dachte, es wären jeweils 10 Ziffern oder so, die man zur Auswahl hätte. Und dann wären es noch 100 Kombinationen gewesen, die ja möglich gewesen wären. Aber es ist relativ einfach. Jetzt kann es nur 3, 4 oder 4, 3 sein, weil man jeden Knopf auch nur einmal drücken kann. Eins, fünf, zwei, vier, drei. Das ging ja dann noch. Und schon sind wir drin in der Umkleide. Magie, du bist die Beste. Oh, und endlich mal ein bisschen mehr als immer ein Schuss Munition hier. Das wäre mal echt toll. Super berauschend war das hier bis jetzt aber auch noch nicht. Aber gut, ich bin auch immer voll mit Crafting-Materialien, ne? Das ist nichts, was ich wirklich brauche. Ein bisschen Munition, ein bisschen Pillen, ein bisschen Waffenmaterial. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich hauptsächlich brauche.
Wie steht's eigentlich um meine Pillen? Ich glaube, hier war auch irgendwas ganz nett, oder? Schalldämpfer, bewege dich im Bauchlage schneller. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher an. Achso, ja, genau. Hierhin wollte ich mich, glaube ich, mal skillen. Fertige einen Schalldämpfer für die Pistole an, der Schüsse lautlos macht, bis er zerbricht. Na ja, komm, machen wir das mal. Und den zweiten auf jeden Fall auch noch gleich. Achso, ich habe sogar tatsächlich die Pillen dafür. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Gut. Komm, wir bauen uns mal so einen Schalldämpfer. Aber ich vermute mal, genau, er geht auf die Pistole. Ist sogar schon dran. Aber mit der Pistole hat der wahrscheinlich eher nichts zu tun. Nee. Upsa, nee, mit der Magnum eher nicht so. Okay, ich kann ihn aber auch hier anschrauben und entfernen. Gut. Naja, gut. Wenn uns das auch schon mal dabei hilft, Habe ich jetzt ernsthaft nur so eine Flasche oder so vorne da drauf kleben? Ja, tatsächlich, der Schalldämpfer ist eine Flasche und ein Tuch. Ob das wirklich so funktioniert? Das war doch das Crafting-Rezept auch, ne? Genau, Lumpen und Kanister. Ja, interessant. Aber wenn es was hilft, einen Kampf zu initiieren oder schon mal ein paar Gegner auch wieder auszuschalten, ohne entdeckt zu werden, dann ist das natürlich prinzipiell nicht verkehrt. Ah. Da lag noch irgendwo was. Hier auch. Und wieder voll geheilt. Na gut, Flaschen sind und bleiben voll. Ich fände es cool, wenn wir irgendwann mal aus diesem Sporengebiet hier wieder rauskommen würden. Ich finde, Sporen nerven immer ein bisschen. Ist alles so dunkel und man sieht so wenig und ist doch alles irgendwie kacke, oder? Könnte ich hier runterspringen? Dann komme ich mit Sicherheit nicht wieder rauf, aber... Okay, das hier ist auch zu, also haben wir gar nicht groß die Wahl. Kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Ja, das hoffe ich doch mal stark, wenn wir da runterspringen, dass wir irgendwo auch wieder rauskommen. Ich höre schon wieder was. Scheiße. Schäble. Hieße es nicht, die Konturen sollten deutlicher werden? Oh, das ist schon wieder so ein großer. Ich würde sagen, den haben wir. Oh, hier kommt noch einer. Oh, das war gar nicht so beabsichtigt, dem jetzt noch eine mitzugeben. Nein, ich stehe hier mitten in der Sicke. Okay, ich habe den hier, finde ich, souverän erledigt. Ich habe nicht gecheckt, dass noch ein zweiter hier steht. Und dann stehe ich schon wieder die ganze Zeit hier am Ende des Kampfes noch. Ja, dann so weit hier abzuhauen. In dieser Sicke hier drin. Es kann nicht wahr sein. So, von denen haben wir keine mehr. Dann bauen wir ruhig mal nach und benutzen was. Dann können wir wenigstens auch wieder mal was einsammeln. Okay, ich hätte hier vielleicht auch mal ausprobieren können, was der Schalldämpfer so bringt. Toll, Scheren habe ich noch. Okay. Wofür brauchen wir denn die Scheren? Ach so, nur für die Nahkampfwaffe hier. Gut, bei der nächsten Gegnergruppe werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, was der Schalldämpfer überhaupt so bewirkt, ob mich dann wirklich kein Mensch sieht, wenn ich schieße. Aber gut, sie werden ja irgendwie merken, dass ein Kumpel von ihnen hops gegangen ist, wenn er direkt neben ihnen umfällt. Okay, sie will hier raus.
in die Richtung. Ich will mich natürlich nochmal umgucken. Wasser. Wasser und Feuchtigkeit. Naja, Wasser nicht direkt, aber Feuchtigkeit ist natürlich perfekter, Pilznährboden. Und dieser Serdikops oder wie der heißt, ist ja ein Pilz. Von daher wundert es mich nicht, dass hier diese Riesenviecher rumhängen, wenn hier die ganze Zeit auch noch eine Luftfeuchtigkeit durchwabert. Und hier sind überall die Riesenpilzansammlungen. Was haben wir hier? Ach, ein Defi, oder? AED. Okay, aber eine Annäherungsbombe reicht auf jeden Fall nicht, um auch die dicken Viecher zu erledigen. Die... irgendwas mit Sch am Anfang, aber den eigentlichen Namen habe ich natürlich mal wieder vergessen. Ich nenne sie einfach mal Schmellmans, glaube ich. Jo. Dann folgen wir mal unauffällig Dina. Achso. Das ist nur ein weiterer Eingang in diesen Käfig. Auch einer, der schon mit dem Boden und der Rückwand verwachsen ist. Sehr lecker, sehr schön. Okay, sie steht da unten. Wir sammeln mal noch ein bisschen. Exit. Achso, das ist die Tür, die wir vorhin schon durch dieses Gitter da gesehen haben. Nichtsdestotrotz gehe ich mal gucken, was sie sich hier unten noch angeschaut hat und vor allem, was hier unten noch so alles rumliegt. Ich habe das schon gesehen, hier hinten in der Ecke glänzen ein paar Sachen, die ich natürlich einsacken möchte. Okay. Sie hat sich offensichtlich nichts Bestimmtes hier angeschaut. Es sah gerade so ein bisschen so aus, als wollte sie einem hier was zeigen oder irgendwas sagen. Aber das hat einfach anscheinend zu den natürlichen Bewegungsabläufen des Begleiters gehört. Feste und Dina, komm mal ran hier. Nein, brauchst du nicht? Okay. Jo, direkt mal zumachen. So. Gut, dass hier direkt so ein Winkelrohr rumlag, damit es auch optimal hält. Oh, ich sehe ein bisschen Tageslicht, sehr schön. Dann sind wir jetzt offensichtlich bald raus aus diesen Tunneln hier. Ja, aber was erwartet sie für eine Antwort, ehrlich gesagt? Wahrscheinlich ist irgendeiner der Gäste spontan zum Zombie geworden und hat den Schaffner den Zugführer spontan erledigt, würde ich mal vermuten. Das, was hier überall halt passiert ist, wo es verwüstet aussieht. Irgendein Zombie-Ausbruch. An irgendeiner wichtigen Stelle. Mit Steuerungsfunktion, also die Stelle. Warum darf ich in das Zugführerabteil nicht rein?
Oh, Pillchen. Gut, dass wir in jede Ecke gucken. Uns gar nicht so wenige Pillchen. Wobei ich im Moment gar nicht weiß, was ich noch großartig skillen will. Die ganzen restlichen Skills, die ich noch offen habe, sind jetzt nicht so die High-Prio-Skills für mich. Vielleicht warte ich einfach mal noch ab, bis ich irgendein weiteres Buch finde. Es scheint ja noch irgendwie weitere Trainingslektüren zu geben. Es wird zumindest ja hier rechts angedeutet. Genau, und hier sind eins von diesen Büchern halt. Naja. Nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Was wollte sie mir mit ihrem Oh nein jetzt sagen? Die Geräuschkulisse hier ist aber auch wenig vertrauenserweckend, muss ich sagen. Überall knarzt es vor sich hin, als wenn es kurz davor wäre, hier noch einmal alles durcheinander zu rutschen. Und wenn wir dann irgendwie drin oder drunter wären, das wäre auch reichlich unangenehm. Das scheint der Weg zu sein. Ach, hier liegt sogar mal was. Ist ja krass. Was schaust du? Boah, irgendwann gerät hier alles in Bewegung und vergräbt alles unter sich. Ja, das wäre was, wo ich persönlich nicht reinkrabbeln würde. Na gut, ein bisschen Crafting-Material. Aber das war's dann anscheinend auch schon. Na, ducken reicht hier nicht am Eingang. Ansonsten, wenn man einmal drin ist, reicht ducken. Aber da muss man tatsächlich einmal durchkriechen. Hey, das Licht kommt näher. Na Gott sei Dank. Nein. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja, mach mal. Was ist das? Ja, gut. Mir hätte es auch gereicht, wenn du mich hochgezogen hättest. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Mal wieder für meine Munition für mein für meine Bolt Action Rifle oder wie das Ding auch immer heißt. Drauf oder rein? Rein offensichtlich. Boah, ich wusste es doch. War ja schon wieder so klar. Ich habe doch noch gesagt, es hört sich so an, als wenn es hier demnächst alles in sich zusammenfallen wird. Und genau in, naja, nicht genau in dem Moment, aber kurz vor Ziel tut's das auch. Hey, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Sie sind nicht auf. Ellie, hör auf. Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Das haben wir dir auch schon mal erzählt, Dina. Dina? Shit. Oh Gott, schau wieder so eine Zombie-Horde, ey. Da legt sie weg. Vom Schock noch nicht ganz erholt.
dass das Ding gerade zusammengebrochen ist. Ey, komm, Mädel, lauf. Zack. Warum bist du denn so langsam? Oh, ey, ja, danke. Ja. Hey, was geht hier schon wieder ab, Leute? Da kommt auch einer. Oh, lass mich hier durch. Lass. Warum? Was ist los? Okay. Oh, Leute. Irgendwie hat das Spiel an der Stelle einen kurzen Ladehänger gehabt oder so, aber. Oh. Was für eine Szene schon wieder, ey. Okay, hatte sie erwischt? Das wäre schlecht für sie. Also wir hatten ihr ja schon mal auch erzählt beim Kiffen, dass wir immun sind. Da hat sie es uns aber nicht geglaubt. Und offensichtlich hat sie es uns immer noch nicht geglaubt. Aber ich denke, jetzt wird sie es uns langsam glauben. Wir können uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Ja, finde ich auch. Suche ich jetzt mit ihr hier noch großartig was ab, weil wir sind so langsam. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gönnen uns jetzt mal direkt das Theater und gucken, ob wir uns vielleicht ausgeruht und bei etwas mehr Tageslicht und Trockenheit hier noch ein bisschen umgucken können. Und wenn nicht, ist es halt Pech. Fast geschafft. Dann hoffen wir mal, dass das Theater leer ist und uns nicht nochmal so eine Horde Zombies verfolgt. Ich hab dich. Hier. Geht's? Ui. Und da war jemand auch fleißig am Stapeln von innen. Okay, sieht gut aus. Aber derjenige, welcher ist anscheinend auch nicht mehr hier. Naja, sollte für eine Nacht reichen. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Ey, wir haben dir schon erzählt, was los ist. Jetzt bist du dran. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich glaube, ich bin schwanger. What? Was? Sorry.
Keine Sorge, es ist nicht deins. Ja, das dachte ich mir auch schon fast. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? So ist es richtig. Sie offenbart sich und wir meckern erstmal eine Runde. Das will man, glaube ich, in dem Moment hören. Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Ja, krasse Offenbarung. Jesse ist dann wohl der Vater, würde ich sagen. Naja, ich glaube, die beiden sollten da wenig Stress mit haben. Ich verstehe auch den Stress gerade nicht so hundertprozentig, außer klar, dass sie hier schwanger mit auf die Reise gegangen ist. Aber das wusste sie ja eventuell noch nicht. Mich würde eher stressen, ob sie sich nicht gerade bei den Zombies ernsthaft verletzt hat. Naja, lassen wir sie erstmal in Ruhe schlafen, alle mal eine Nacht drüber und dann quatschen wir vielleicht morgen nochmal eine Runde, würde ich vorschlagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie Jesse drauf reagieren würde, aber ich bin mir sicher, dass das alles Themen sind, die zumindest unter vernünftigen Menschen irgendwie regeln lassen. Und die, die hier beteiligt sind, sahen mir jetzt nicht gerade so mega unvernünftig aus. Toiletten. Zombie Ahoi. Wie auf jeder guten Toilette ein paar Tücher und ein paar Drogen. Auch eine Pille. Ah ne, doch nicht. Sind doch noch ein paar mehr. Eine wäre jetzt auch echt bitter gewesen. Identify Me und Cassandra. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. An American Tragedy. Pinnacle Theater präsentiert. Eine amerikanische Tragödie. Cassandra. Ich frage mich, ob dieses Weglegen da auch falsch übersetzt ist. So wie sie immer handelt, müsste es eigentlich viel mehr Wegstecken heißen. Ach, da unten liegt tatsächlich was. Ich habe einfach nur auf Verdacht die Scheibe eingeschlagen. Sammelkarte Mortem. Ich wollte gerade sagen, Mortem hört sich nach irgendwas mit Tod an. Mord Marquez, Intelligenz 60, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit keine. Der 16 Jahre alte Mord Marquez lag nach einem schweren Autounfall 10 Tage lang im Koma und konnte sich an nichts erinnern, außer an ein Skelett in einem Mantel, das ihm eine Sense reichte. Nach dem Aufwachen musste er feststellen, dass er eine besondere Fähigkeit erlangt hatte, als er versehentlich die Katze der Familie tötete. Jedes lebende Wesen, das er berührt, verkümmert und stirbt. Achso, er wollte die Katze streicheln und dann ist sie verreckt. Oder was? Gut, dass er es wenigstens direkt gecheckt hat. Sowohl die Society of Champions als auch Spark suchen ihn. Die Society will ihn von der Öffentlichkeit fernhalten, Spark will ihn für ihre Biowaffenforschung. Mortem selbst sucht nach Antworten. Warum wurde er mit diesen morbiden Kräften verflucht? Neutral. Ja, spannend. Ansonsten ist nicht viel weiter in dieser Vitrine drin. Achso, es hat sich nur reflektiert. Ich dachte kurz, ich könnte das auch noch benutzen. Da geht's rauf. Hier kommen wir her. Geht's weiter rauf oder ist blockiert? Geht's tatsächlich weiter rauf? Schwanger. Scheiße, schwanger. Okay, der eigentliche Theaterraum ist zu. Schlüssel nötig. Mal gucken, ob wir den noch finden werden. Es gab ja schon einige Türen, wo Schlüssel nötig dran stand.
Oh, aber letztendlich nichts mehr gefunden haben. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht auch einfach ein paar Türen gibt, für die es keinen Schlüssel gibt. Oder ich habe sie einfach übersehen. Das kann natürlich auch sein und wäre auch eine einfache Erklärung. Employees only. Hier geht's auch nochmal rauf. Und noch mehr Türen. Und ein Schlauch oder ein Kabel. Ich glaube, wir lassen den erstmal stecken und ja, denken noch ein bisschen über Dinas Schwangerschaft nach und erforschen das Theater beim nächsten Mal zu Ende. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.